Ach, wie schön. Unsere Reporterin Natalia Höppner darf heute Christkind spielen und Gewinnerin Beate aus Leimen symbolisch das Geschenk überreichen. Und dafür holt sie extra einen ähnlichen Wagen beim Gewinnspielsponsor Autohaus Renk-Weindl ab. Was ist denn das ganz Besondere an dem Fiat 500? Das ganz Besondere an dem Fiat 500 ist das Design des Fiat 500, das sehr stark an das Modell des ersten Fiat 500 angelehnt ist und auch unverkennbar ist. Wie würde denn bei Ihnen Freude aussehen, wenn ich jetzt gleich vor Ihrer Haustüre stehe und Ihnen sagen darf, dass Sie ein Auto gewonnen haben? Ich würde sagen, wenn Sie das Fahrzeug dabei haben und wenn die Beate dieses Fahrzeug sieht, dann wird sie schon vor Freude in die Luft springen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja! Ja, so kann Freude aussehen. Sehr gut, dann hole ich mir jetzt mal den Wagen ab, den die Beate gleich bekommen wird. Auf geht's nach Leimen. Doch Natalias größte Sorge ist aber eine ganz andere. Ist Beate überhaupt zu Hause? Noch weiß die Gute nämlich wirklich gar nichts von ihrem Gewinn. Hallo, sind Sie Beate? Natalia Höppner, wissen Sie, was Sie am 28. Juni gemacht haben? Das weiß ich nicht. Okay. Sie haben sich am 28. Juni angemeldet für unser Gewinnspiel bei RonTV. Mhm. Und wollten offensichtlich ein Fiat 500 gewinnen. Ja. Kann das sein? Ja. Warum wollten Sie das? Den wollte ich für meine Tochter, weil die den ganz toll findet. Deswegen habe ich da mitgemacht. Ich darf Ihnen heute tatsächlich ein Vorweihnachtsgeschenk überreichen. Ja, doch, kennt ihr es? Sagen Sie, ja, kommen Sie mal raus, Beate. Ist gerade ein kleines Problem. Darf ich nur mal kurz rein, ja? Ja. Das ist also Ihr neuer Fiat 500. Im Ernst? Ja, jetzt möchte ich auch gerne Freude sehen. Oh, das ist der Wahnsinn. Okay, der richtige Gewinn muss vorher noch zur Zulassung, aber Beate darf schon mal Probe sitzen. Und das Beste, sie hat noch nie zuvor was in ihrem Leben gewonnen. Und jetzt das. Krass, dabei ist der Wagen eigentlich gar nicht für sie. Was wird wohl die Tochter dazu sagen? Da bin ich auch mal gespannt, ja, was die dazu sagt. Dann rufen wir sie doch mal an. Kannst du dir es denken? Ja! Ich habe den Fiat 500 gewonnen. Ah! Nicht wahr, oder? Ich habe es auch nicht geglaubt. Sarah, ich würde sagen, muss ich ein bisschen beeilen mit dem Führerschein, wa? Ja! Na, wenn das mal keine gelungene Überraschung von uns war. Beate ist sichtlich glücklich und Sarah auch. Na dann, frohe Weihnachten. Wir freuen uns schon auf die finale Autoübergabe.